Neulich, da habe ich einfach mal die letzten Urlaubsbilder in ArcMap reingeladen, um sie meiner Familie zu zeigen. Das fand die ganz gut. Ich habe es einfach so, ohne Karte. Und dann saßen wir schon so davor. Dann habe ich einfach so das Layout mal aufgemacht und ihnen gezeigt, dass man mit ArcMap sogar Briefe schreiben kann. Und dann konnten wir auch dann drin rummalen. Und das hat den Kindern auch ganz gut gefallen. Nur haben sie dann so ein bisschen eine falsche Vorstellung von GIS bekommen, glaube ich. Und ich musste ihnen alles erstmal genauer erklären. Ich habe ihnen versucht zu erklären, was sind eigentlich Raumdaten. Und dass wir Datenbanken haben, dass wir Attribute haben, dass wir kartografische Möglichkeiten haben und dass es das Ganze auch in dreidimensionaler Sicht gibt. Und es gibt auch mehrdimensionale Daten. Kennen Sie mehrdimensionale Daten? Das ist so ein Überbegriff für verschiedene Datenformate. Ich habe hier mal ein Beispiel. Das sind Durchschnittstemperaturen für alle Monate vom Jahr 1900 bis 2010. Alle Daten in einer Datei. Das ist so ein Netz-CDF-Format. Die Experten unter Ihnen werden sich jetzt wahrscheinlich wundern und sich fragen, das ist eigentlich ja gar nicht neu, was der da zeigt. Und Sie haben auch vollkommen recht, das ist auch nicht neu, das gibt es eigentlich schon ganz lang. Aber was neu ist, dass wir diese Daten in ein Mosaic-Dataset laden können. Das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben Footprints, wir haben eine Bildausgabe. Also falls Sie dieses Mosaic-Dataset noch nicht kennen, das gibt es auch schon länger, wenn man mit Rasterdaten arbeitet, ist das eine super Sache. Das ist so etwas wie ein klasse Manager der Rastersammlungen jeglicher Art verwalten und visualisieren kann. Da gibt es eine ganze Menge Vorteile. Ein Vorteil ist zum Beispiel, also wir können jetzt diesen Datensatz nach dem Jahr filtern. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Jahr 1900, alle Monate vom Jahr 1900 in einer Datei. Das ist einfach nur eine Visualisierung. Und wir können über den Operator verschiedene Werte hier einfach abfragen. Zum Beispiel die Minimalwerte, die es in diesem Jahr gegeben hat. Oder die Maximalwerte. Oder eben auch die Durchschnittswerte. Und diese Durchschnittswerte zum Beispiel, die gibt es eigentlich gar nicht in dieser Datei. Die werden on the fly vorprozessiert und einfach nur visualisiert. Da werden keine Dateien auf die Festplatte geschrieben, deswegen geht das auch sehr schnell. Man kann auch einen Schritt weiter gehen und noch einen Layer dazu nehmen, der für das Jahr 2010 steht. Da haben wir also zwei Layer, einmal für die Durchschnittswerte für 2010, dann für 1900. Und man kann einfach dann über das Bildanalysefenster diese beiden Layer markieren. Und dann gibt es hier unten einen Knopf, der heißt Differenz. Und das Ergebnis schaut dann so aus. Ist übrigens auch ganz interessant. Das heißt, diese roten Bereiche stehen für Temperaturerhöhung, die blauen Bereiche stehen für niedrigere Temperaturen. Und man sieht, also zum Beispiel in Mitteleuropa war es 2010 sogar kühler als im Jahr 1900. Das kommt dabei raus, wenn man nur zwei Jahre vergleicht. Multidimensionale Daten können oft auch mehrere Variablen enthalten. Wie in diesem Fall, da haben wir den Wind, wir haben die Windstärke und die Windrichtung in einer Datei. Und bisher war es so ein bisschen problematisch, wie stellen wir jetzt beide Variablen in einer Karte dar. Und da gibt es etwas Neues und diejenigen unter Ihnen, die 10.3 schon installiert haben, werden das sicherlich schon gesehen haben. Da gibt es etwas, das nennt sich Vektorfeld hier bei der Symbologie. Und mit diesem Vektorfeld-Renderer können wir solche Visualisierungen vornehmen. Wir haben also beide Windstärke und auch die Richtung in einer Symbolik drin. Wir haben hier schon vorgefertigte Symboliken, gerade jetzt für das Thema Wind. Und wenn ich das jetzt hier konfiguriere, dann sieht das so aus. Also wir haben jetzt eine Vektor-Symbolik für meinen Rasterdatensatz,
Der Wind wird über die Richtung des Pfeils und die Stärke wird über dessen Farbe dargestellt. Das ist neu in 10.3. Kommen wir nochmal zu der Zeit als Dimension. Diese Zeit ist auch in der Raumanalyse eigentlich immer ein wichtiges Thema. Da war es immer so, dass wir dann immer verschiedene Schnappschüsse von verschiedenen Zeiten erstellen mussten und dann diese einzelnen Zeitbereiche analysiert haben. Man hat dann Karten gegeneinander gestellt, um das zu machen. Wir haben aber jetzt mehr Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Datensatz, der alle Feuerereignisse in Afrika umfasst, vom Jahr 1996 bis 2012. Und wenn wir uns diese Karte ansehen, dann sieht es ja fast so aus, als ob es in Afrika sehr oft brennt, jetzt ausgenommen mal die Wüstenregionen, die halt einfach keine Brennstoffe haben. Aber diese Darstellung sagt uns nichts darüber aus, wann es brennt, wie häufig, wo sind die Hotspots von diesen Bränden. Und da haben wir jetzt eine Möglichkeit, diese Daten in einen sogenannten Raumzeitwürfel zu schieben. Raumzeitwürfel, das ist tatsächlich ein dreidimensionales Gebilde. Und wir können es auch dreidimensional visualisieren, jetzt zum Beispiel hier in Arxin. Und da sehen wir, das ist tatsächlich, also das sind jetzt schon die Hotspots. Jede einzelne Würfelzelle weiß, was für ein, ob sie ein Hotspot ist oder nicht. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass es also viele Bereiche gegeben hat, in denen es früher mal Cold Spots waren, die jetzt Hotspots sind, dass es also wirklich hier eine zeitliche Differenzierung gibt. Dass es gar nicht so ist wie in meiner 2D-Darstellung. Und jede einzelne Würfelzelle weiß noch was. Sie weiß, ob es in der Zelle vor ihr häufiger oder weniger häufig gebrannt hat. Und diese Information können wir nutzen für eine Trendanalyse. Das sieht dann etwa so aus. Also dieses normale Orange steht jetzt zum Beispiel für Hotspots, die zuletzt Hotspots waren, aber in der Historie auch mal Coldspots waren. Und dieses hellere Orange steht für Hotspots, die zwar nie Coldspots waren, aber auch nicht dauernd Hotspots. Also was ich damit sagen will, wir haben hier die Möglichkeit, diese, so eine Hotspot-Analyse zeitlich zu differenzieren, um hier einen genaueren Einblick in die Daten zu bekommen. Machen wir zum Schluss noch einen Schwenk in die Bildklassifizierung. Da gibt es auch was Neues in 10.3. Wir haben hier ein Infrarotbild von einer Siedlung. Und bisher war es so, dass man bei einer Bildklassifikation Trainingsgebiete erstellt hat. Diese Trainingsgebiete haben mir erklärt, welche Bedeutung das einzelne Pixel hat. Und diese Bedeutung wurde dann über statistische Verfahren auf die anderen Pixel übertragen, sodass man am Schluss weiß, welche Bedeutung das einzelne Pixel hat. Also da gibt es dann solche Ausgaben. Und bei solchen hochauflösenden Bildern ist das Ergebnis nicht immer ganz zufriedenstellend. Das liegt einfach daran, dass die Pixel auf kleinem Raum sehr stark schwanken in ihren farblichen Eigenschaften. Und deswegen ist das Ausgabebild oft so auch so ein bisschen pixelig. Salz- und Pfeffereffekt sagt man dazu auch. Und um das ein bisschen besser hinzubekommen, hat ArcGIS jetzt ein Segmentierungsverfahren implementiert. Das heißt, dieses Eingangsbild wird segmentiert. Wir haben damit schon ein homogeneres Eingangsbild für die Klassifikation. Und nach dieser Klassifikation sieht es dann schon viel besser aus. Dieses Ergebnis könnten wir jetzt zum Beispiel nutzen. Wir könnten die versiegelten Bereiche hinausziehen. Das wäre also jetzt nur noch das Ergebnis der Versiegelung. Und diese Informationen wiederum den einzelnen Flurstücken zuweisen, sodass wir dann zum Beispiel so eine thematische Karte bekommen, die uns sagen, wie hoch der Versiegelungsgrad in den einzelnen Flurstücken ist. Das könnte zum Beispiel eine wichtige Information für Kommunen sein, die Abwassergebühren berechnen wollen für die einzelnen Grundstückseigentümer. Ja, Sie haben gesehen, es waren jetzt drei Neuerungen, drei große Bereiche, in denen es Neuerungen gegeben hat. Es gibt noch einige mehr Neuerungen. Meine Familie, die glaubt ja mittlerweile, dieses ArcGIS Desktop, das kann eigentlich alles. Vielleicht habe ich es Ihnen nicht ganz so gut erklärt. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich bin überzeugt, dass wir auch in den kommenden Versionen wieder viele interessante Neuerungen haben. Dankeschön.
Vielen Dank, Ralf.